Einer, der die Bundeskanzlerin sehr gut kennt, ist Peter Altmaier, nicht nur Thomas de Maizière, den ich vorhin im Interview hatte. Jetzt sind Sie der Kanzleramtschef. Sie sind sozusagen der engste Mitarbeiter der Bundeskanzlerin und der Parteivorsitzende. Jetzt drehen wir uns hier mal kurz um und sehen, dass bei der Aussprache kaum Delegierte da sind. Ist die CDU nicht auf Diskussion gedrillt oder hat sie kein Interesse dran? Doch, aber wir diskutieren den ganzen Tag. Es ist einfach hinter verschlossenen Türen. Nein, Sie sind anwesend, Sie berichten in ganz Deutschland darüber. Wir haben eine wirklich tolle Rede der Bundeskanzlerin gehört. Es gab eine unglaubliche Unterstützung für die Kanzlerin durch die Delegierten. Und wir werden den ganzen Tag in Foren, in Arbeitskreisen, bei der Antragsberatung weiter diskutieren. Aber so ein Parteitag ist auch ein Familientreffen der CDU. Das heißt, die Menschen haben auch das Bedürfnis, miteinander zu reden. Da treffen sich Delegierte aus Schleswig-Holstein mit solchen aus Baden-Württemberg, Saarländer, mit Sachsen. Und das muss möglich sein. Und deshalb, es ist ein Zeichen dafür, dass die CDU mit sich und ihrer Politik, mit ihrer Kanzlerin im Reinen ist und dass wir die Herausforderungen der nächsten Jahre geschlossen angehen. Die Partei, das Regie, hat aber auch dafür gesorgt, dass das einzige strittige Thema, nämlich die kalte Progression, gestern mal kurzerhand abgeräumt wurde. Wissen die, die gewonnen haben, eigentlich noch gar nicht, dass sie verloren haben oder nichts dazu gewonnen haben? Wir haben einen sehr vernünftigen Kompromiss zustande gebracht. Das zeigt, dass wir Volkspartei sind. Wir wollen die kalte Progression abbauen, sobald wir dafür die Spielräume haben. Also möglichst ohne Datum. Wir haben gesagt, wir wollen den ersten Schritt in dieser Legislaturperiode tun. Das ist eine klare Ansage, aber wir haben gesagt, wir wollen weder den ausgeglichenen Haushalt riskieren, noch Steuererhöhungen an anderer Stelle riskieren. Das ist auch vernünftig und das war genau das Anliegen derer, die diesen Antrag eingebracht haben. Ich finde, die CDU hat mit ihrem seriösen Politik-Approach nicht mehr versprechen, als man halten kann. Auch dazu beigetragen, dass wir in Deutschland wieder eine berechenbare Politik haben, dass wir Vertrauen in unsere Finanzpolitik haben. Und dazu trägt auch dieser Kompromiss bei. Und dass alle sich hinter ihm versammeln können, zeigt ja auch, dass er so ganz schlecht nicht sein kann. Sie haben mit dem Finanzminister aber schon drüber gesprochen. Der Finanzminister ist ja Mitglied des CDU-Präsidiums und er ist heute in Brüssel bei der Eurogruppenberatung, aber er war in alle entscheidenden Phasen der Antragsberatung mit eingebunden. Gehen wir mal davon aus. Gehen wir ein Stück weit zur Rede über. Sie hat das Wort SPD nur einmal im Zusammenhang mit der Wahl in Thüringen genannt. Ansonsten Schonung des Koalitionspartners. Warum? Weil es der einzige ist? Nein, wir sind in einer Koalition, die ein Jahr gut gearbeitet hat, die weitere 3 Jahre vor sich hat. Und deshalb gehört dazu auch, dass die Koalitionspartner untereinander fair mit sich umgehen. Was in Thüringen geschehen ist, ist ja nicht eine Entscheidung der Bundes-SPD gewesen. Deshalb war es richtig, dass die Kanzlerin dazu deutliche Worte gefunden hat. Es geht darum, dass wir überzeugt sind, dass mit Beteiligung der Linkspartei und einem Ministerpräsidenten der Linkspartei eine erfolgreiche Politik des wirtschaftlichen Wachstums und Aufstiegs nur schwer zu vereinbaren ist. Das hat die Bundeskanzlerin hier zum Ausdruck gebracht. Das sehen Delegierten ganz genauso. Ist es die Angst vor Rot-Rot-Grün? Nein, die Union hat immer wieder gezeigt in den letzten 10 Jahren, dass sie die starke politische Kraft in Deutschland ist, dass sie eine Volkspartei ist. Wir haben zum ersten Mal seit über 15 Jahren in Deutschland wieder ein Ergebnis von über 40% für eine einzige Partei erreichen können in der letzten Bundestagswahl. Deshalb geht die Union mit großem Zuversicht in die nächsten Wahlen. Wir sind überzeugt, dass wir in Rheinland-Pfalz. Aber mit welchem Recht? Die Zahlen in den Ländern sind gut, aber es mangelt einfach an Partnern. Es mangelt an Wahlen? Partnern. An Partnern. Nun, das kann ich so nicht bestätigen. Wir haben Länder mit absoluter Mehrheit, wie in Bayern. Wir haben Koalitionen mit der SPD. Wir haben 4 Ministerpräsidenten. Wir haben Koalitionen mit den Grünen in Hessen. Und im Übrigen, wir sind sehr zuversichtlich, dass wir in Nordrhein-Westfalen, in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz große Chancen haben, bei den nächsten Wahlen einen Wechsel herbeizuführen. Wie sehr spielt es Ihnen in die Hände, dass Sigmar Gabriel das unangenehme Thema Energiewende, Sie kennen es ja noch aus eigener Erfahrung, umsetzen muss? Das Thema Energiewende gehört zu den schwierigsten, die wir in der
dieser Koalition zu lösen haben. Und deshalb ist es besonders wichtig, dass CDU, CSU und SPD, dass der Bundeswirtschaftsminister, die Bundeskanzlerin, unterstützt vom Kanzleramtsminister, gemeinsam an einem Strang ziehen. Dadurch haben wir die größte Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes möglich gemacht. Und das wollen wir auch in den nächsten Jahren so handhaben. Aber praktisch ist es allemal, dass er es verantworten. Nun, geteilte Verantwortung ist immer die beste Verantwortung. Und da die SPD in dieser Koalition ein Partner ist, gehört es sich auch, dass sie Verantwortung für schwierige Themen mit übernimmt. Das heißt, zum jetzigen Zeitpunkt ist die SPD ein Zweckehepartner? Koalitionen sind immer Bündnisse für eine absehbare Zeit. Wir haben damals nach der Bundestagswahl sowohl mit der SPD wie mit den Grünen sondiert. Am Ende gab es eine Koalition mit der SPD. Das war auch der Wunsch der überwältigenden Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Und ich habe diese Koalition bis zum heutigen Tage nicht bereut oder bedauert. Ich glaube, das, was wir gemacht haben in den letzten 12 Monaten, kann sich sehen lassen. Das sieht man auch im Ausland so. Und deshalb hat diese Koalition ihre Feuertaufe und Bewährungsprobe bestanden. Wir werden sehen, wie lange sie hält, ob sie bis zum Ende hält und wie es dann weitergeht. Herzlichen Dank, Peter Altmaier, der Chef des Bundeskanzleramtes. Und wir gehen wieder ins Plenum. Dort müssten irgendwann die Wahlen anstehen.